Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Diese Gäste haben heute am Tisch Platz genommen. Als Kultkieberer Trautmann im Fernsehen bekannt geworden, zeigt Schauspieler Wolfgang Böcker als Langzeitintendant, wie er auch Theater kann. Die Schlossspiele Kobersdorf feiern heuer mit der Bockerer 50-jähriges Jubiläum. Den Renitenten Fleischhauer mit Herz am rechten Fleck gibt der Chef persönlich. Musical-Ikone Maya Hagford ist vor kurzem wieder in ihre bereits legendäre Rolle der österreichischen Kaiserin geschlüpft. Über 1000 Mal hat die gebürtige Niederländerin Elisabeth bereits performt, jetzt auch am Originalschauplatz, dem Schloss Schönbrunn. Sophia Stolz hat sich bereits im frühen Kindesalter in die hohe Kunst des Backens verliebt. Heute ist die 27-jährige Wienerin mit ihrem Ein-Frau-Unternehmen von Wien bis New York heiß begehrt und stattet als Foodstylistin auch große Hollywood-Produktionen aus. Podcast-Fans ist seine Stimme bestens bekannt. Richard Hemmer ist der österreichische Teil des Historiker-Duos, das wöchentlich Geschichten aus der Geschichte erzählt. Der gebürtige Steirer, der in Vorarlberg aufgewachsen ist, macht auch historische Beratung für Filme und Computerspiele. Herzlich willkommen meinen Gästen. Herr Hemmer, für nicht so digital affine Zuschauer und Zuschauerinnen, ein Podcast, das ist sozusagen eine Radiosendung, die man abrufen kann, wann man will. Kann man ja, das so sagen? Grundsätzlich. Also die, man hört es, ja, ja, so wie man Radio hört, aber ich würde sagen, die Produktionsart und Weise ist natürlich ein bisschen niederschwelliger als das Radio, ja, und weniger featuremäßig wie im Radio. Also es ist, aber grundsätzlich, dass man sagt, ja, es ist was zum Anhören, was man wo auch immer, wann auch immer hören kann. Ja. Du bist ja in Interaktion auch mit den Hörerinnen und, ja, Hörern. Die dürfen Vorschläge machen für Themen. Mhm. Was kommt da oft oder wo ist besonders großes Interesse? Also wir haben schon viel, eine ziemliche Bandbreite eigentlich an Vorschlägen, die kommen. Aber was auffällt ist, wenn wir zum Beispiel eine Folge über Expedition machen, dann sind die nächsten Vorschläge, die kommen, die nächsten 10 Expeditionen. Was natürlich schwierig ist, weil wir möchten einen gewissen Mix drin haben und dann wird es eben auf die Liste gesetzt und irgendwie in ein paar Jahren. Aber ich glaube, so Dinge wie Expeditionen, die faszinieren die Leute natürlich immer und vor allem die schief gehen, das sind die Interessanten. Und ja, solche kriegen wir viele. Natürlich auch viel von Leuten, die irgendwo wohnen, wo sie was Lokalhistorisches kennen, die schicken uns dann natürlich auch solche Vorschläge und so. Das kann natürlich auch interessant sein, weil es ja genau unser Kerngeschäft ist, also so kleine Geschichten zu erzählen und dann vielleicht das Ganze einzubetten in einen größeren Kontext. Und die Geschichte auch verständlich zu machen. Ein Fan sitzt da. Sehr gut. Das ist die Sophie. Du hörst den Podcast, ja, gerne. Wie, wann, warum, also ich mit welchem Interesse? Ich höre den Podcast sehr gern beim Arbeiten. Und vor allem, wenn ich ein bisschen nervös für einen großen Job bin, dann höre ich das wahnsinnig gern und verbringe die ganze Nacht mit diesem Podcast. Und vor allem bei so Fitzelarbeit, wenn ich irgendwas, also eine sehr repetitive Arbeit, dann muss, ja, ich das, muss ich mich halt konzentrieren und dann höre ich gern, was mich ablenkt ein bisschen. Und ich bin ein riesengroßer Geschichte-Fan. Ich liebe das und ich lese auch nur, also Geschichtsbücher etc., also jetzt nicht Schulbücher, aber halt irgendwas, was mich weiterbildet. Und bei dem Podcast habe ich irgendwie das Gefühl, ich mache was mit meinen Händen, aber gleichzeitig denke ich, benutze ich auch mein Hirn ein bisschen dabei und lerne irgendwelche spannenden Facts, mit denen man dann angeben kann bei Partys und so, wusstest du schon? Ah, ja, oder bei meiner Mama. Ah, ja. Ja. Na, schau. Ich erzähle dann meistens am nächsten Tag meiner Mutter, was ich alles gelernt habe in der Nacht. Ja. Ja. Wolfgang, also hast du Podcasts? Ist das eine Welt? Eher weniger. Ich gehöre offensichtlich schon zu der Generation, die nicht mehr so ganz so technikaffin ist. Aber wir hatten im Vorfeld uns schon unterhalten. Aber ich werde ihn mir sicher anhören, weil das, was ich schon gehört habe. Geschichte interessiert mich auch. Ja. Und weil du gesagt hast, ja, spezielle so Expeditionsgeschichten, Shackleton und wie sie alle geheißen haben, die Polarexpedition. Das interessiert die Leute klarerweise. Aber ich frage mich auch natürlich, so Sex- and Crime-Geschichten, die in der Geschichte ja auch viel verpackt sind, wird wahrscheinlich auch wohl nachgefragt werden, weil wenn ich so im Fernsehen schaue oder in den Streamingdiensten diese Universum History und die, da geht es manchmal dann schon immer schon auch darum, dass das irgendwie, um die Leute da bei der Stange zu halten. Aber ihr seid ja da irgendwie
direkter und seriöser, sage ich mal so. Ja, also diese Geschichten, von denen du jetzt sprichst, so die Sex and Crime und so weiter, die haben schon auch ihren Platz und so ihre Daseinsberechtigung, aber was natürlich oft passiert ist, dass das dann so ausgeschlachtet wird und es wird fokussiert auf diesen Aspekt. Und wenn wir solche Geschichten machen, ein, zwei haben wir schon auch gehabt, wo wir zum Beispiel über Eskapaden römischer Kaiser oder Kaiserin dann auch gesprochen haben. Und was wir natürlich dann immer machen, ist, dass wir uns anschauen, warum ist gerade dieser Aspekt heutzutage noch so bekannt? Also das sind ja die interessanten Dinge dabei. Wer da Interesse dran gehabt, dass die Person heutzutage bekannt ist als die großen Eskapaden gefeiert hat. Ja, aber Wolfgang, ist nicht die Schauspielerei und das Theater ein einziges Geschichtsstudium? Also ich meine, der Bockerer jetzt in Kobersdorf ist ein Stück Zeitgeschichte. Das ist, also der Bockerer ist das in jedem Fall. Das ist ein Stück österreichische Zeitgeschichte, keine Frage. Es ist auch ein Stück österreichische Theatergeschichte. Aber ob das Theater grundsätzlich ist ein Ort des Geschichtenerzählens. Für mich ist das Theater eigentlich immer so quasi die Fortführung des Lagerfeuers, wo sich eine Gruppe von Menschen drum versammeln. Und das ist auch meine Intention als Schauspieler, wenn ich auf der Bühne bin, die Leute zum Mitkommen, also das kann man nur mehr als hören, sondern auch sehen, sie einfach da mitnehmen an diesem Abend, mit diesem Thema, das wir heute gerade abarbeiten, und dass sie da spannend dabei bleiben. Und das kann dann alles Mögliche sein. Also die Bandbreite der Dramaturgie am Theater ist es ja groß. Aber das Ziel ist schon immer, die Leute einfach mitzunehmen und zu fesseln. Also das ist, sehe ich durchaus einige Ähnlichkeiten zu dem, was du da machst. Ne? Ja. Also du willst auch Leute mit Geschichten fesseln, das wollen wir. Maya wird das bestätigen, wir wollen das auch. Nicht? Maya, mehr als 1000 Mal hast du Elisabeth gespielt. Wie sehr hast du dich denn historisch mit der Kaiserin Elisabeth auseinandergesetzt, nämlich mit der, wie sie wirklich war, nicht mit der verkitschten, versüßten Version? Ja, mein Sex and Crime ist gefallen, das spielt ja durchaus auch mit, ne? Ja, also wenn ich eine Rolle spiele, dann lese ich alles, was es gibt auf dem Markt. Natürlich die Brigitte Hamann, weil die hat ja am meisten mir helfen können, auch um die Rolle wirklich inhaltlich noch mal extra eine Dimension zu geben. Aber auch die Rumi, ihre Ansätze, wie sie die Rolle gespielt hat. Ich meine, es hat dann aufgehört, wo die Kinder dann klein waren und dann haben die Filme aufgehört und wir gehen ja weiter in dem Stück, weil wir spielen ja bis 61. Aber ich finde es unglaublich interessant, vor allem um historische Figuren zu spielen, um alles zu wissen darüber, was es gibt, auch in der Zeitalter, weil sie war wirklich in eine falsche Zeit geboren sozusagen. Und dann will ich wissen, was hat dann die Zeit gemacht und warum ging das falsch und warum ist Rudolf so geworden und eigentlich gegen seinen Vater und warum war sie so auf Ungarn fasziniert und ja, ich finde das mega interessant, weil ich möchte, dass jeder Faser, jede Zelle in meinem Körper so nah wie möglich am Original drankommt. Mhm. Weil ich dann immer denke, wenn sie da oben mich zuschaut, dann will ich nicht, dass sie mich auslacht und sagt, naja, Maya, Entschuldigung, aber so war ich wirklich nicht. Weißt du, ich will ja so ganz so bisschen nahe kommen. Ja, so nah wie möglich. Ja, und geht. Das jetzt ja wirklich seit Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen. Also diese Rolle ist mit dir und in dir gewachsen. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus dem Jahr 2003, so ist er auch schon knapp 20 Jahre her. Mhm. Willst du mich belehren, dann zwingst du mich bloß zu fliehen vor der lästigen Flieht. Willst du mich bekehren, dann reiß ich mich los. Jedes Mal, denke ich mir, schon alleine dafür lohnt es, das Jahrzehnte zu spielen, oder? Ja, es ist. Ich habe in 2012 natürlich in Tokio Abschied genommen von der Vorstellung. Und dass jetzt Schönbrunn die Möglichkeit gab, in der konzertante Version das nochmal auf die Bühne zu bringen, das ist einfach ein Bonbon.
weil es fängt natürlich mit 14 an und endet mit 61. Wir haben in Schönbrunn dann die Lösung gefunden, dass die Anfangsjahre von einer jungen Darstellerin gespielt wird, weil ich meine, irgendwann hat man ja das Alter, nicht? Und da muss man sich auch nicht dafür schämen. Aber guterweise wird sie reif auf den Moment, dass sie sich entscheidet, für sich zu kämpfen. Also da geht noch genügend Energie hinein. Ja, es hat mich immer begleitet, aber ich bin immer sehr dankbar dafür gewesen, weil ich habe es 4 Jahre gespielt, 94, 98, dann 2003 bis 2005, da war ich selber Mutter. Andere Periode, du wächst in die Jahre mit allen anderen Rollen, die du auch machst, weil ich habe natürlich wahnsinnig viele Rollen, Evita und Rebecca und Kiss Me Kate und lalala. Ich habe natürlich sehr viel gespielt und jetzt dann Sunset Boulevard, morgen Abend ist dann Premiere. Und ja, aber ich bin immer so dankbar gewesen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es nervt oder ich finde es nicht schön. Ich fand jeden Tag schön, weil ich bin ja auch ein Mensch, die gerne mit mir selber aufsteht in der Früh. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn andere sagen, ja, aber es ist doch immer das Gleiche. Nein, es ist nie das Gleiche. Wenn du ein richtiger Schauspieler bist und richtig dein Handwerk kennst, dann ist keine einzige Vorstellung die gleiche. Mhm. Und das ist so interessant. Und wenn du dann auf andere Leute gut reagieren kannst und dass jeder kreativ bleiben darf und von aus seinen Mitte arbeiten kann, dann ist jede Theatervorstellung interessant. Mhm. Gerade jetzt kommt ein neuer Sissi-Film in die österreichischen Kinos, Corsage, der österreichischen Regisseurin Marie Kreuzer, der sich ein spezielles Jahr aus dem Leben der Sissi rauspickt, nämlich das Jahr, in dem sie den 40. Geburtstag hat. Der wird auch gefeiert und jetzt kommt die Torte, die Geburtstagstorte im Film stammt von Sophie Scholz. Ah, das wusste ich gar nicht. Wie cool ist denn das? Was war da die spezielle Vorgabe oder die Idee? Also es war meine erste Filmtorte auch. Und die Vorgabe, ganz spezifisch, waren natürlich Veilchen. Ganz viele Veilchen mussten integriert werden. Und die Farbe Lila wurde natürlich auch gewünscht, passend zu den Veilchen. Und eine riesengroße Schokoladenbüste von ihr selbst obendrauf. Wow. Genau. Von einer originalen Büste. Und die ist dann jetzt auch obendrauf. Und das war auch eine... Also ich wusste gar nicht, wie wichtig diese... Also wichtig, aber welchen Teil diese Torte zu diesem Film dann tatsächlich beiträgt. Und jetzt, ich habe sie dann selbst das erste Mal im Trailer wieder gesehen. Ich wusste gar nicht, ich habe keine Behind-the-Scenes-Fotos, ich habe nichts gesehen, ich war selbst gar nicht bei dem Film. Sie wurde abgeholt und wurde dann, also ich habe dann gehofft, dass sie gut angekommen ist. Und dann habe ich plötzlich irgendwann auf Instagram den Trailer gesehen und ich war so, oh, meine Torte. Meine Torte. Ja. Richard, ist die Geschichte von Sissi als Musical weltweit ein Erfolg und das seit Jahrzehnten, der Film mit Romy Schneider. Ist die Geschichte zu abgedroschen für einen Podcast oder ist das schon ein Thema für euch auch? Sissi ist eh in ein, zwei Folgen kurz mal vorkommen, aber grundsätzlich halten wir uns natürlich fern von diesen Dingen, die schon tausendmal von vielen Leuten auch sehr gut gemacht worden sind und gut erzählt worden sind. Unser Ansatz ist ja immer zu versuchen, die irgendwie kleine Geschichten rauszunehmen und dann den größeren Kontext herzustellen. Und Sissi wäre fast ein bisschen zu plakativ für uns. Mhm. Maya, du bist ja 1994 für Elisabeth nach Österreich gekommen aus den Niederlanden und gekommen, um zu bleiben, kann man sagen. Ja. Und aber sozusagen, es sind danach immer wieder einige Kolleginnen aus den Niederlanden gekommen. Also Anna Milva Gomez ist Holländerin und auch Pia Daus ist Holländerin. Hat Musical dort einen besonderen Stellenwert? Gibt es dort eine besondere Ausbildung? Wie kommt's? Ja, es gibt viele Ausbildungen in Holland. Erstens kommen wir ein bisschen mehr aus der Pop- und Jazzkultur, sehr, sehr das direkte Singen. Und wir haben sehr, sehr viele Musical-Ausbildungen in Tilburg, Amsterdam, Den Haag. Und auch das Jazzkonservatorium ist bei uns auch sehr beliebt. Es gibt Oper und Operette in Holland auch. Es gibt auch diese Gesellschaften, aber es gibt sehr viel moderne Musik. Und wir sind als Holländerinnen in meinem Alter sind wir sehr emanzipiert schon erzogen worden. Und dadurch war natürlich auch die Elisabeth eine Selbstverständlichkeit. Natürlich habe ich das Recht, neben dem Mann zu stehen und nicht hinter. Und das war auch die Charaktereigenschaft, die wir
aus unserer Erziehung mitgenommen haben. Und dann haben wir noch diese Direktheit in unserer Mentalität. Und das hat alles zugefügt, dass es für die Holländer einfacher war, um die Elisabeth zu spielen, weil die ja eigentlich sehr mutig immer war. Mhm. Aber es liegt auch ans Schulsystem, ja. Aber mittlerweile sind hier auch sehr viele tolle Schulen in Österreich. Mhm. Du hast das angesprochen, Premiere Sunset Boulevard wird den ganzen Sommer über in Baden laufen. Du spielst die Hauptrolle Norma Desmond, eine alternde Diva, die sich an die Stummfilmzeit erinnert. Ich durfte es mit Glenn Close am Broadway sehen, war ein besonderes Erlebnis. Dieses Gefühl, das da drin steckt, die Angst auch eines alternden Stars. Ist das etwas, das dich anspürt? Hast du Angst vor dieser Zeit, irgendwann nicht mehr angesagt zu sein? Ja, ich möchte gerne Nein sagen. Ich habe grundsätzlich nicht so viele Ängste, weil ich habe immer das Gefühl, dass immer das Leben weitergeht. Ich bin ein sehr kreativer und positiver und ich suche mir immer Aufgaben. Also mir ist es eigentlich nie langweilig. Also ich nehme mal an, dass ich auch, so wie die Waltraud Haas, in hohes Alter noch auf der Bühne stehe. Trotzdem kann man nicht verneinen, dass wenn du älter wirst als Künstlerin, dass bestimmte Rollen nicht mehr gehen und dass du Abschied nehmen musst und dass du natürlich sehr glücklich bist, wenn du gefragt wirst. Weil die jugendliche Einfachkeit und die jugendliche Esprit, die du mit 20 hast, da liegt die ganze Welt vor dir, oder? Jetzt ist schon so, hallo, ich bin noch da. Ne? So, also das, natürlich ist das so. Und wenn ich Norma spiele, ist es natürlich eine sehr, es ist schon traurig, weil sie fast bipolar ist, ne? Weil sie hat sehr hohe Höhe und sehr tiefe Tiefe und das geht so. Mhm. Dazwischen gibt es ja nichts. Ne? Und ich möchte das nicht erleben, dass ich 20 Jahre nicht mehr auf der Bühne stehe und warte auf mein Comeback. Ja. Und dann kommt der Drehbuchautor, Lukas Bermann, glaube ich. Ja, der Lukas. Es ist super, dass ich endlich mit ihm nicht mehr Mutter-Sohn-Verhältnisse spielen muss. Da sind wir jetzt rausgewachsen. Und jetzt dürfen wir Geliebten sein. Und es ist super. Also es ist ein Traum, mit ihm zu arbeiten. Und ich habe es schon zweimal gespielt. Ja. Es ist natürlich auch schön, eine Rolle zu spielen, die man noch ein bisschen länger spielen darf. Ja. Weil ich kann es in 10 Jahren auch noch spielen. Wolfgang, haben es dann Männer besser mit dem Älterwerden, also Schauspieler? Die kriegen ja erst ein Gesicht, oder? Ja. Also mit dem Gesicht ist so eine Sache. Wie kriegt man ein Gesicht? Nicht? Aber natürlich haben es die Männer am Theater leichter, weil es aufgrund des Rollenangebotes, das in der Literatur da ist, ich weiß nicht, wie es im Musiktheater ist, also im Musical oder so, da bin ich jetzt nicht so ganz firm, aber am klassischen, also am Theater, am Sprechtheater ist es tatsächlich so, es ist einfach das Rollenangebot der Stücke für Männer ungleich größer als für Frauen und speziell für Frauen, die dann älter werden, wird es ganz, ganz schwierig, da ist das Repertoire wirklich ganz gering und da ist es dann schon durchaus mühsam, aber es ist diese Geschichte Sunset Boulevard, ich meine, Schiller hat mir gesagt, glaube ich, dem Mimen Pflicht die Nachwelt keine Grenze. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Als ich heute hier hereingefahren bin in den ORF, gab es Zeiten, da hätte ich unten beim Portier Autogramme geben müssen. Heute bin ich mit dem Auto vorgefahren. Name? Das ist Happenberg. Ja, gut, wo wollt ihr so? Also so ändert sich das jetzt, so schnell geht das mittlerweile. So schnell geht das. Pension, sagst du, da wirst du nicht einmal hindenken, das wäre eine Strafe. Das ist Strafe. Für dich niemals im Leben ein Thema. Nein, ich meine, das ist doch für Künstler das Schlimmste, was es gibt, wenn du nicht mehr kreativ sein kannst. Also auch wenn, was du sagst, also auch wenn vielleicht die Rollen in irgendwelchen Alter dann weniger werden. Ich habe ja meine eigene Produktion, Firma, Meyer Hackford Music Productions und produziere Musicals. Ich kann meine Musicals auswählen, ich kann meine Künstler auswählen und den ganzen Leading Team. Also ich bleibe schon am Ball, ja? Genug zu tun. Also nee, es ist für mich richtig eine Strafe, weil ich meine, das bin auch ich. Wenn ich auf der Bühne bin, dann kann ich singen und ich kann alles, was ich gut kann, kann ich präsentieren. Und ich fühle da meine innerliche Kraft. Und wieso soll ich das von jemandem wegnehmen lassen, nur weil da steht Pension? Nö. Also, Applaus ist nie genug?
Oder? Nee, es geht mir nie ums, richtig ums Applaus. Es geht mir nur darum, um gute Arbeit abzuliefern. Mhm. Und dass da ein Feedback kommt, das finde ich schön natürlich, weil das gibt mir dann die Bestätigung, dass ich es richtig mache. Aber das plakative Applaus habe ich nie gewollt. Und auch, auch das Stardom. Ich bin immer mit zwei Füßen am Boden geblieben. Auch ein normales Leben mit Kindern und Familie und Freunde. Und ich gehe auf die Straße. Es kümmert mich nicht, ob Leute mich erkennen. Ich habe keine Geheimnisse. Ich bin ich. Alles gut. Einer am Tisch ist schon in Pension, nämlich Richard Him Hemmer. Jedenfalls hat er das einmal gesagt, dass er in Pension ist, seit er hauptberuflich den Podcast macht. Es fühlt sich so an. Wieso ist das keine richtige Arbeit? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gesagt habe, aber es stimmt. Und du bist doch so jung, oder? Nein, es ist, ich bin nicht wirklich in Pension, aber so stelle ich mir die Pension vor. Mhm. Weil ich genau die Dinge tun kann, die ich tun will. Also. Ich meine, ich muss einmal in der Woche eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Alle zwei Wochen muss ich sie selber vorbereiten. Aber die Dinge, wenn ich mir vorstelle, was mache ich in der Pension, dann wären es genau diese Dinge. Also ja. Ich kann jetzt, und ich bin auch jemand, der, also ich brauche viel Ruhe. Ja. Ich liege am liebsten und jetzt kann ich den ganzen Tag liegen, lesen. Hin und wieder muss ich am Computer, um die Sachen zusammenzuschreiben, damit ich sie dann auch vortragen kann. Aber die meiste Zeit kann ich einfach liegen und alles so in meiner Geschwindigkeit machen. Und das ist, so stelle ich mir die Pension vor. Ja, na, das ist eine große Gnade. Du hast Geschichte, Anglistik und Japanologie an der Uni Wien studiert, zunächst in anderen Bereichen tätig gewesen, im Umweltbundesamt, ja. Bevor dich dann eben ein ehemaliger Studienkollege, der deutsche Historiker Daniel Messner sozusagen zum Podcasten gebracht hat und seit 7 Jahren erzählt er Geschichten aus der Geschichte und so beginnt jede Folge. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ist es tatsächlich so? Oder? Ja. Ja, ja. Nein, es ist tatsächlich so. Und interessanterweise ist es auch aus Faulheit geboren, weil... Als wir das ganze Ding gestartet haben, als Daniel mich gefragt hat, machen wir diesen kleinen Podcast 15 Minuten einmal in der Woche, habe ich gesagt, ja gut, machen wir und habe so ein Dokument erstellt, das mit ihm geshared habe und gesagt, schreiben wir da unsere Themenideen rein. Und jeder sucht sich dann halt aus, was er machen will. Und weil ich aber so faul bin, habe ich da nie was reingeschrieben. Und dann hat sich es einfach so ergeben, dass als wir angefangen haben, diese Sache aufzunehmen, der andere halt nicht gewusst hat, über was der eine sprechen wird. Und dann haben wir das einfach so beibehalten und jetzt ist es integraler Bestandteil des Konzepts. Wie seid ihr auf den Satz, den Bruno Kreisky damals an den noch jungen Uli Brunner, den Reporter, später dann Direktor und Intendant in Burgenland gewesen, ein renommierter Journalist des Landes, auf den gestoßen? Das ist jenseits eurer Generation. Naja, wir haben ja Geschichte studiert. Wir sind dran gewöhnt, Dinge zu wissen, die auch vor unserer Zeit passiert sind. Aber na, das ist auch irgendwie sowas gewesen, wo man, weil das, dieser ganze Podcast ist ja quasi aus dem Boden gestampft worden. Also 2 Wochen, nachdem Daniel mir das im Café Weidinger gefragt hat, ob ich das machen will, ist die erste Folge online gewesen. Und wir haben uns halt so auf die Schnelle einen Namen überlegt und dann eben, wie soll das Intro ausschauen? Und mir ist dann halt sofort dieser Satz eingefallen. Der natürlich, und wir haben dann ja auch eine eigene Folge drüber gemacht, das war dann Folge 5, damit wir den ersten Leuten, die uns tatsächlich zugehört haben, erklären können. Und das waren eben vor allem auch Leute aus Deutschland. Und dann für die ist es... Als deutsch-österreichisches Gespann wird es ja gerne auch mit Stermann Grissemann verglichen. Ja. Hab noch nie gehört. Aber auch, weil deine Stimme ein bisschen an Christoph Grissemann erinnert. Hast du das schon mal gehört? Nein. Noch nie? Aber ich freue mich. Danke. Ja, freust dich. Mittlerweile erzählst du zu den erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum, vor allem auch in Deutschland. Mhm. Jan Böhmermann, der deutsche Moderator und Satiriker, zitiert euch regelmäßig. Ja. Wird die Stimme auch mittlerweile erkannt? Das ist mir einmal passiert. Ja. War im Kutschkermarkt einkaufen. Ja. Und habe bestellt. Und die Dame fragt dann irgendwann, sag mal, machst du einen Podcast? Und ich so, ja.
Sie so, ach, ich bin ein großer Fan. Aber das war das einzige Mal, dass ich jemals erkannt worden bin. Fast das einzige Mal. Aber ja, das war das erste Mal und das einzige Mal, dass sie an meiner Stimme erkannt wurden. Ja. Was auch naheliegend ist, weil bis vor einem Jahr, als wir dann das Ganze professionalisiert haben, hat es halt wirklich Fotos von mir im Internet gegeben. Und das heißt, es hat auch niemand gewusst, wie ich ausschaue. Mhm. Geschichte, das Ganze hat ja schon einen sehr ernsthaften und letztendlich auch pädagogischen Background oder Basis. Nämlich zu sagen, dass Geschichte ganz wichtig ist, damit wir die Welt, in der wir leben, begreifen. Mhm. Wenn, sage ich einmal, Wladimir Putin vom Zahnreich spricht, dann weht uns Geschichte an. Mhm. Wo weht dich im Moment überall Geschichte an? Also kannst du Nachrichten schauen, ohne nicht sofort auch historische Bezüge zu suchen? Mhm. Nein. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so ein Drang ist, dass ich ständig irgendwie historische Bezüge sehen muss, aber das passiert halt automatisch. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass Geschichte ist überall und alles ist quasi informiert von den Dingen, die davor passiert sind. Und ich bin jetzt nicht so der Allrounder, dass ich dann überall dann gleich diese spezifischen Dinge vor mir sehe, die da vorkommen sind und ich eigentlich gar nichts mehr anschauen kann, ohne ständig irgendwelche Geschichten im Kopf zu haben. Aber natürlich, je mehr man sich beschäftigt mit der Welt und sich auch anschaut, wie die Welt zu der geworden ist, in der wir heute leben, desto mehr ergeben dann auch Dinge Sinn, die heute passieren. Ja. Und das merkt man auch schon. Jetzt weniger unbedingt bei den aktuellsten Breaking News oder so, aber grundsätzlich, wenn man dann herumgeht und Dinge an Hauswänden sieht oder auch solche Dinge, dann weiß man, wie es dazu gekommen ist. Und das ist schon recht befriedigend. Ja. Kannst du ein bisschen Beispiele geben, was Themen oder Geschichten sind? Weil das ist ja sozusagen die Idee, jetzt nicht übers Zahnreich zu erzählen, sondern ganz kleine Geschichten. Was sind beispielsweise Themen und Titel bei euch? Also ich habe eine Geschichte gemacht, die ich heute noch sehr gern habe. Die ist schon relativ alt, aber in der geht es darum, wie über die Standardisierung der Zeit. Also die Tatsache, dass wir heute dieselbe Zeit haben. Und das ist ja auch was noch gar nicht so lang existiert. Ja? Also das ist was einhergegangen ist mit den Telegrafen, mit der Eisenbahn, was bedeutet, dass die Welt einfach schneller geworden ist, als sie vorher war. Und früher war es so, ist man in der Postkutsche gefahren, dann hat es gereicht, wenn man einfach in dem Ort, in dem man war, die Uhr dann neu gestellt hat. Aber wenn man in der Eisenbahn fährt, dauert es länger. Und über so eine Geschichte, das ist so ein Thema, das ich einfach gern mache oder grundsätzlich gern mache, solche kleinen Geschichten, über die man sonst nicht nachdenkt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Oder die letzte Geschichte, die ich gemacht habe über den tragischen Erfinder des Saxophons, Adolf Sax, habe ich vorher auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, gut, das ist halt ein Instrument und ist wahrscheinlich irgendwie entstanden, so wie die meisten Instrumente innerhalb der letzten 300-400 Jahre oder so, die wir heute verwenden. Aber tatsächlich ist es eine sehr tragische Geschichte und als Geschichte sehr interessant, aber auch um dann irgendwie den Kontext rundherum zu erzählen. Also Februarrevolution und solche Dinge in Frankreich. Mhm. Sophie, hast du eine Lieblingsfolge? Ja. Es gab ja mal eine Folge, wie das Essen gehen entstand. Ja. Meine Lieblingsfolge ist der Mehlkrieg. Sehr gut, das habe ich selten gehört bisher. Das ist eine unterschätzte Folge. Das war eine meiner liebsten Folgen und die Folge über die Weltausstellung und das Wiener Wasser und daher, also welche Krankheit war das nochmal? Ich glaube, es war die Cholera. Ich glaube, es war Cholera, ja. Und das sind meine zwei Top-Lieblingsfolgen. Mhm. Mehlkrieg, worum ging es da ganz kurz? Mehlkrieg, 17. Jahrhundert in Frankreich, die Getreidepreise sind gestiegen. Ja. Und die, das Baguette war zu teuer. Und wenn in Frankreich das Baguette zu teuer wird, schwierig. Ja. Gehen die Leute auf die Straße und das Ganze heißt Mehlkrieg oder die Mehlkriege und im Grund war es ein Aufstand der Bevölkerung gegen Wucherpreise bei Getreide. Und also eine topaktuelle Folge. Ja. Ja. Und es gab dann einen Deckel, glaube ich, danach, das war dann die Folge davon und ich glaube, eine Frau hat diese ganzen, es gab eine Frau, die das geleitet hat, diese Aufstände. Genau. Ein relativ junge, glaube ich. Also der Name ist mir jetzt auch schon wieder entfallen. Anna oder so. Das ist schon so lange her. Also so lange ist es, glaube ich, ein Jahr her, dass ich die Folge gemacht habe. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also das Ganze war halt wirklich
an Aufstand der normalen Bevölkerung. Und sie war Mutter und ist eigentlich nur zum Markt gegangen, um dort Brot zu kaufen und hat sich dann irgendwie angeschlossen dem Mob, der dann halt zu den Mühlen gegangen ist und dort die Getreidevorräte ausgeräumt hat und solche Dinge. Und ich meine, das Ganze ist halt auch so ein bisschen ein Vorläufer dann der Entwicklungen zur Französischen Revolution. Also das wiederholt sich ja dann kurz vor der Französischen Revolution. Ich sehe im Gesicht von der Maya entsteht gerade ein Musical. Ja, ich sehe es auch immer alles im Bild, das stimmt, hast du gut gesehen. Ja, meine Frau. Wolfgang, ist der Bockerer, wie aktuell ist der Bockerer? Ja, ich meine, das, was diese Figur ausmacht, ist etwas, solche Menschen hat es immer gegeben und wird es immer geben, so einfache Leute, die aber aufgrund ihres Gespürs und ihres Empfindens einfach Dinge für schlecht finden und das einfach sagen, das kann so nicht sein. Mhm. Obwohl alle völlig in die andere Richtung rennen. Ne? Bleibt der stehen und sagt, das geht jetzt einfach nicht. Ne? Also im weitesten Sinne ist sowas wie ja, ich meine, dass dieser Krieg, dieser Zweite Weltkrieg, der das Thema ist, vor diesem Hintergrund diese Geschichte spielt, kennen wir. Für mich ist es so, dass es so lange jetzt mittlerweile her ist, es viele junge Leute gibt, die wahrscheinlich gar nicht mehr so genau wissen, das erzählt zu bekommen. Das ist ähnlich wie bei dem Podcast, den ihr macht. Da wird eine Geschichte erzählt vor diesem Hintergrund, dieses Einzelschicksal des Bockerer. Und mit Hilfe dieses Einzelschicksals kriegt man einen Überblick über ein großes Ganzes. Und wir versuchen das jetzt auch in unserer Produktion so zu machen. Also es ist weniger ein Lehrstück sozusagen über den Zweiten Weltkrieg, über die Zeit, sondern einfach, wir versuchen die Autoren beim Wort zu nehmen, so wie das geschrieben ist, und diesen Mann in seinen Ängsten und Verzweiflungen, der steht ja da mitten drinnen ganz alleine, sein Sohn, der da bei der SA ist, der offensichtlich, wie er dahinter kommt, seinen besten Freund oder einen seiner besten Freunde an die Gestapo verrät und der dann dort erschlagen wird, der Vater wird es fertig. Ne? Also, wir lassen uns sehr auf diese Geschichten ein. Wir wollen das jetzt nicht auf Distanz halten, so irgendwie drüberstehen und sagen, schauen wir von oben drauf, wie denn das war, sondern wir versuchen, diese Geschichten beim Wort zu nehmen, die Autoren beim Wort zu nehmen, und so einen spannenden Theaterabend herzustellen. Mhm. Wie sehr magst du den Fleischhauer? Letztlich ist es so, dass man als Schauspieler alle seine Figuren, glaube ich, irgendwann mal mögen muss, sonst bringt man sie nicht lebendig genug auf die Bühne. Und ich habe auch viele negative Charaktere in meinem Leben gespielt. Es ist mir immer mein Anliegen zu zeigen, dass es immer ein Mensch ist, der da letztlich agiert, der fehlgeleitet, der irgendwie gestört oder beschädigt oder sonst wie ist. Ne? Aber den Menschen dahinter als solchen sollte man meiner Meinung nach schon erkennen, auch wenn er ein übler Mensch ist, sozusagen. Mai, du hast gerade eine Hexe gespielt. Ich habe gerade eine Hexe gespielt in Into the Woods. Ja, die magst du auch? Ja, die mag ich auch. Und die kann man leicht mögen, oder? Ja, die kann man leicht mögen. Aber ich habe ein Ähnliches mit Mrs. Danvers in Rebecca gehabt, weil ich wollte das lange nicht spielen. Und dann, als ich sie gespielt habe, dann habe ich das auch. Ich habe gesucht nach dem Kern von dieser Rolle, weil sie war doch sehr isoliert und bösartig auch letztendlich durch ihr Isolement. Und man versucht immer, die Rolle zu verstehen, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Und dann kann man es auch schöner spielen und besser spielen. Und jeder, auch ein böser Mensch, hat letztendlich einen Kern, woraus sie erarbeitet wird. Ja. Wolfgang, Schloss Kobersdorf, 50 Jahre Jubiläum, ist natürlich auch ein besonderes Jubiläum, das ihr heuer in diesem Jahr habt. Mit einer Durchschnittsauslastung von 96%, da können andere davon träumen. Was kannst du, was andere nicht können? Öfferfrage, würde man in Wien sagen. Ich weiß es nicht. Ich meine, warum? Ich kann sagen, ein treues Publikum, könnte man sagen, hat man, die immer wieder kommen. Man kann nur das, also alles, was einem zur Verfügung steht, da hineinzuwerfen, zum einen als Schauspieler, wenn man auf der Bühne steht, zum anderen auch als Intendant, halt dort
überall zu ziehen, wo man glaubt, was irgendwie das Ganze wirklich attraktiv machen könnte und weiterbringt. Warum es dann letztlich so ist, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Aber nur kurz auf diesen Pokerer zurückzukommen, warum? Ich meine, diese Zivilcourage, die zum Beispiel dieser Mann entwickelt, ne? Nicht aus einer Überlegung, aus einem Intellektuellen heraus, sondern aufgrund seines Seins. Ich meine, diese Zivilcourage ist etwas, was man heutzutage sich manchmal wirklich auch wieder wünschen würde. Wenn man hört, dass also der letzte Antisemitismusbericht also berichtet darüber, dass die antisemitischen Übergriffe wieder stark im Zunehmen sind, dass sehr autoritäre Tendenzen in Europa überall zu beobachten sind, ob man jetzt unseren ungarischen Nachbarn hinüberschaut, nicht, wo ein Orban offensichtlich ein System Putin anstrebt, so wird er das Parlament ausschalten. Also viele Dinge, wo man mit dem Pokerer, meine ich, erzählen kann, Freunde, wäre den Anfängen von mir aus oder wieder das Vergessen. Also das alles ist in diesem Pokerer drinnen, der auch ja nicht so oft gespielt wird. Und ja, ich glaube, das alles macht ihn schon immer wieder auch aktuell. Mhm. Du hast ja ursprünglich war dein Weg als Schauspieler nicht absehbar. Du hast HTL Maschinenbau gemacht, im Maturajahr abgebrochen. Was sagten die Eltern damals? Wieder erwarten, waren die damit einverstanden. Weil es war für mich tatsächlich auch so, das war nicht der Hauptgrund, aber schon mit auch ein Grund, eine Rechtfertigung für mich selbst. Ich bin Jahrgang 53, also kein echter 68, aber so unmittelbar dran und viele meiner Freunde waren das alle. Und die lagen alle mit ihren Vätern im Clinch damals, und zwar heftigst im Clinch. Das hatte ich nicht. Ich bin mit meinem Vater nicht im Clinch gelegen, sondern der war sehr verständnisvoll. Ich konnte mit ihm über alles reden. Und ich dachte mir, als ich dann im Maturajahr abgesprungen bin, wenn ich nach Graz auf die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gegangen bin, jetzt habe ich das auch. Da wird der Vater Widerstand leisten. Er hat gesagt, ob ich mir das gut überlegt hätte, ne? Das war's dann. Nein, im Gegenteil, er hat mich dann sogar noch mit dem Auto zur Aufnahmeprüfung gefahren. Weil ich kann ihm das irgendwie ganz komisch. Ich habe ihm dann sogar undankbar, wie Kinder halt oft sind, als junger Mann in den 20ern sogar noch mal den Vorwurf gemacht, er ist mir insofern etwas schuldig geblieben, nämlich genau diese Auseinandersetzung, er hätte mir das Kämpfen nicht gelernt. Ich meine, Jahre später habe ich mich dann schon auch gefragt, ob ich wirklich ein Trottel bin, nicht? Also das dem Vater dann so zu sagen. Aber es war halt so. Du bist gebürtiger Linzer, der jetzt im Burgenland lebt und arbeitet und hast aber trotzdem dir den Ruf und das Image des Ur-Wieners erarbeitet. Das ist eine nicht unähnliche Geschichte wie Adi Hirschall, mit dem dich ja auch die Zusammenarbeit und Freundschaft verbindet. Ihr werdet mit 30 Jahren Stritzi-Liedern in diesem Sommer unterwegs sein. Verbindet da auch ein ähnlicher Werdegang, dieses... Das weiß ich jetzt nicht. Nein, weil den Adi möchte man oft beneidet darum, dass er in jungen Jahren einfach Dinge getan hat, die ich nie getan habe und nicht tun konnte. Er hat sich Auszeit genommen, ist mit einem Bus durch Italien gegangen und erzählte mir immer und immer wieder. Ich bin mit 19 von der HTL abgehauen und seitdem arbeite ich als Schauspieler und maximal 5 Wochen Urlaub. Das war das Einzige, was in all diesen Jahren so richtig genau. Die Pandemie jetzt ausgenommen. Die Pandemie hat das vieles auf den Kopf gestellt bei mir. Aber die Werdegänge sind doch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Fernsehbekanntheit und Popularität in Österreich gab es natürlich dann durch den Kaiser Mühlen Blues. Da habt ihr ja auch beide mitgespielt. Ja. Du eben als der legendäre Trautmann. Wir werfen einen kurzen nostalgischen Blick zurück. Außerdem, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Super. Und Elena, die weiß schon was von ihrem Glück. Genau, um das geht's ja. Schau, ich hab mir gedacht, dass, ich mein, sozusagen, du hast doch das drauf, Trautmann. Du kannst mit Leid umgehen. Und da hab ich mir gedacht, dass, ich mein... Du meinst, ich soll ihr das beibringen, was? Es ist eine Frucht. Von den anderen spürst du den wilden Mann, von deiner Frau scheißt du die Hosen, was? Der Trautmann ist ja bei dir ein bisschen sowas wie die Elisabeth bei der Maya, oder? Ein bisschen, ja, weil diese Rolle hat mir ein hohes Maß an Popularität in Österreich verschafft. So, nämlich so, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass eine Fernsehfigur, aber es war so. Also, es war wirklich erstaunlich, muss ich schon sagen. Und ja, natürlich ist es
rückblickend schon eine Rolle, die im Laufe eines Berufslebens eine sehr stark prägende war. Und viele Leute verbinden mich immer mit dieser Figur. Mhm. Ja. Es verbindet euch noch was übrigens. Und das ist? Ihr seid beide Biker. Ja, wir sind. Ah, ja. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, seid ihr euch schon mal auf einer Tour begegnet? Nein, offenbar nicht. Aber können wir kurz die Maschinendaten austauschen? Wer fährt welches Gerät? Ich fahre mit verschiedensten. Also mit verschiedensten. Also ich bevorzuge Ducatis. Aha, ja, und? Ich habe angefangen mit Honda Custom und dann einen Kawasaki V1800, einen Chopper. Ja. Und dann bin ich umgestellt auf Harley Davidson. Naja, das. Und, aber ich habe vor 2 Jahren meinen Harley verkauft. Ja, Gottes Willen, das ist er. Ja. Warum hast du sie verkauft? Ich habe ihn verkauft, weil mein Leben sich ein bisschen verändert hat und ich wurde nervöser im alles organisieren. Und dann bin ich nicht mehr locker auf dem Rad gesessen. Und dann wird es gefährlich und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass ich, obwohl ich jetzt langsam wieder doch, weil ich irgendwie ausgeglichener bin, dann könnte ich es mich doch wieder aneignen. Wann wirfst du dich aufs Motorrad? Ja, ich könnte sagen, vielleicht so in ein paar Monate, dass ich mal wieder eine ausborge. Aber ich habe damals, ja, ein Harley musst du nicht in der Garage haben, das finde ich dann zu dekadent. Da bin ich dann auch ganz plakativer. So, ja, wenn man sie nicht fährt. Nein, aber... Gut, es gibt schon Motorräder, die so, so schön sind, es gibt Leute, die haben sie im Wohnzimmer stehen. Ja, das also, habe ich nicht. Einige Ducatis, Nein, ich fahre sie. Ja. Aber es gibt technische Wunderwerke, die kann man sich auch so anschauen. Also, es gibt Leute, die tun das auch. Was ist die Faszination dran? Könnt ihr diese Freiheit. Für mich war das eine absolute Freiheit. Ich wollte als Kind schon Motorrad fahren und mit 21 habe ich dann meinen eigenen Führerschein. Meine Mama hat gesagt, ich zahle das nicht, weil ich finde es zu gefährlich. Wenn du dich dann einen Unfall baust, hast du es wenigstens selber gemacht. Also dann hast du selber den Führerschein gemacht. Ich habe damit nicht mitgearbeitet. So, das war für sie ganz schwierig oder ein bisschen schwierig, wo meine Mutter überhaupt keine Angsthase war. Also Freiheit, diese Wind in dein Gesicht, alle Sinne sind offen und du schaust und du bist so mit der Natur und mit deiner Umgebung eins. Und du kannst singen unter dem Helm, so laut du willst. Das finde ich dann auch total cool. Ich habe so viel gesungen. Und das ist ganz was anderes als Autofahren. Autofahren ist einfach praktisch. Da gehst du von A nach B. Das wollen wir schon noch klären. Singst du Musical unter dem Helm oder Hardrock? Nee, ich singe eher Pop, aber ich bin eher so Sting und Seal und solche Sachen. Ah ja, damit man dich erkennt, wenn man auf den Straßen ist. Absolut. Und dein, da ist es auch Freiheitsgefühl oder was macht dich zum Nicht so das auch, ja, aber es ist, wie Maja hat schon angesprochen, es ist ein Sport, der schon alle Sinne beansprucht. So. Also man sieht da drauf, dass man ständig dieses Gleichgewicht hält, dass man mit den Fliehkräften spielen kann, also ich neige dann schon eher zum Flotten. Der Fahrerei, ich singe nicht unter dem Helm, fluche wahrscheinlich mehr, als ich jemals unter dem Helm gesungen habe, schimpfe über, weiß ich nicht, Autofahrer, die mir auf den Wecker gehen, nicht? Weil es einfach wie ferngesteuert durch die Gegend fahren. Und es ist der Spaß, und man braucht, also speziell, wenn man ein bisschen schneller fährt, muss man, man denkt an nichts anderes. Also man ist man nur, ich, für mich ist das so, nur mit Fahren beschäftigt. Und das ist ein wunderbarer Ausgleich, weil das geht bei keine anderen Gedanken. Eigentlich eine Form Meditation, kann man sagen. Könnte man sagen. Bist du Mehlspeistiger? Oder hast du mit der burgenländischen Mehlspeisküche da gar keine Alternative? Ich esse wahnsinnig gern Mehlspeisen. Ich bin ganz neugierig, was die junge Dame da an meiner rechten Seite wirklich für gute Torten produziert. Ja, das wollen wir. Ja, also aber burgenländische Mehlspeise ist schon Next Level. Ist schon Next Level? Richtig. Ist richtig Next Level? Ja, das ist halt so echt lecker. Wobei, Sophia, es ist ja wichtig, dass du nicht Bäckerin genannt wirst. Ja, das weil bin du einfach ich auch. Sagst, weil das bist du auch nicht, weil du sagst, das ist das, dein Inbegriff von diesem Tortenkreationen ist eigentlich ein künstlerischer Zugang. Also für mich ist Tortenbacken meine Freiheit. Also ich habe mir mit meiner Tortenbackerei und mit meiner Kreativität auf Torten mehr oder weniger eine Freiheit geschaffen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, aber die ich davor nicht hatte und aus der ich irgendwie ausbrechen konnte, dank diesen Torten, aus dieser nicht vorhandenen Freiheit. Und für mich sind es Kunstwerke, ja, und mir ist auch egal, was damit passiert. Natürlich bemühe ich mich, dass sie sehr lecker sind. Und meine Mama
mag sehr gerne Mehlspeisen und ich habe sehr früh begonnen zu backen und dann war sie auch mein bester Kunde und hat eigentlich alles gegessen, was ich gemacht habe. Und mein Papa sagt, dass er zum Beispiel keine Mehlspeisen mag, aber über Nacht verschwinden dann die Dinge. Ja. Also ich glaube, sie sind gut. Mit mir kannst du über Mehlspeisen problemlos reden. Ja, also ich würde mich in selten einem anderen Fach so sehr als Fachfrau bezeichnen. bin aber jetzt skeptisch bei Torten, die so aufwendig und toll gestaltet sind. Ja, das ist weil man oft das Gefühl hat, die schmecken einfach nicht, weil man einfach, weiß ich nicht, besonders viel Butter und besonders viel Mehl oder das schaut dann oft wahnsinnig toll aus und schmeckt alles kartonmäßig. Genau, das sagen wahnsinnig viele Leute. Das ist die erste Frage, die ich meistens höre. Schmeckt das dann auch? Ja. Ich bemühe mich, dass es schmeckt. Ich glaube auch, dass es schmeckt. Das ist auch das, was ich höre. Ja. Aber es geht mir ganz klar nicht darum, dass die Torten gegessen werden. Mhm. Also ich mache das schon mit Liebe natürlich. Mhm. Aber es geht mir halt wirklich darum, dass sie mehr als Objekte gesehen werden. Und mir ist halt auch egal, ob die Leute sie aufheben, im Kühlschrank einfrieren und für immer anschauen, Fotos damit machen, sie in Filmen festhalten oder sie halt essen. Natürlich lege ich dann Wert drauf, also wenn ich schon weiß, dass sie für einen Film sind, das ist dann meistens Styropor. Also ich mache jetzt nicht zum Spaß, verschwende ich keine Lebensmittel. Also das mache ich nicht. Verstehe. Und ich habe eigentlich meine Grundidee, wieso ich mit Torten begonnen habe, meine Kreativität auszuleben, war, weil Torten bzw. Essen ein sehr gutes Medium ist, um nicht lange mit seinen Fehlern konfrontiert zu sein, weil sie halt verschwinden in irgendeiner Art und Weise. Es beginnt zu schimmeln, schmelzen, verändern sich in ihrer Substanz, irgendwas passiert damit, werden gegessen, fallen runter, irgendwas passiert, sie sind weg. Und ich hatte ein relativ großes Perfektionismusproblem, das ich halt gar nicht ausgehalten habe, wenn ich nicht funktioniert habe und wenn irgendwas nicht perfekt geworden ist. Und bei Torten habe ich mich das erste Mal getraut, an meine Kreativität zu glauben und mich da einfach auszutoben, weil als ich mit 15 begonnen habe zu backen, hat das noch nicht so ausgeschaut. Also das war ganz weit weg davon. Aber New Yorker Fashion Week, Hollywood-Produktionen, wie kommt man an solche Aufträge? Und, das frage ich mich selber oft. Geht das heute alles digital? Also wenn man über den Insta-Account entsprechend... Also die sind zu mir gekommen und überall, wo ich klopfen kann, klopfe ich da. Also die Hollywood-Produktionen, die zwei Filme, die ich da gemacht habe, letztes Jahr und dieses Jahr, die sind tatsächlich über Instagram gekommen. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Fake-Account, der mir da schreibt. Also ich war irgendwo in Neapel, Sommerurlaub, und bin da gegangen, es war urheiß, mir ist eine Blombe aus dem Zahn gefallen, es war alles urmühsam. Und dann habe ich im Handy mich abgelenkt und plötzlich sehe ich diese Nachricht und ich war so, oh mein Gott. Hollywood. Ich so, oh mein Gott, ja. Und habe sofort geantwortet. Der Zahn war scheißegal, wirklich komplett egal. Und ich habe sofort geantwortet und so, ja. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, also ich kann sehr... sehr, sehr schlecht seriöse E-Mails schreiben. Also das kann ich einfach überhaupt nicht, interessiert mich auch nicht. Und ich habe einfach so, oh my God, that's great. Yeah, here is my E-Mail and send me whatever you want. Und dann hat sie mir diese E-Mail geschrieben und das war eine extrem professionelle E-Mail. Und ich war einfach nur so, oh mein Gott, ja, kann ich alles machen, alles passt total. Und ich hatte eigentlich mir das nicht zugetraut, dass ich das kann. Aber ich habe einfach mal zugesagt. Ja, und ich habe dann auch kurz davor die Nerven weggehaut. Und also meine Konstante in meinem Leben ist meine Mutter. Immer wenn ich meine Nerven weghaue, rufe ich meine Mama an. Voll erwachsen, aber es funktioniert halt total gut. Und der habe ich dann gesagt, dass ich nicht dorthin fahre und dass ich das nicht packe. Und weil ich bin dann auch urkrank gewesen und ich habe davor einen Riesenjob gehabt fürs Leopold Museum und hatte da eine Tortenausstellung mit meinen Torten. Und hatte irgendwie auch keine Kraft mehr und habe dann einfach die Nerven weggehauen und habe gedacht, ich packe das nicht. Die hat mir schon wieder so eine E-Mail geschrieben mit 5 Seiten, 1000 Referenzbildern, historischen Referenzbildern von den Sets, von den Hauptdarstellern. Und ich habe einfach so, okay, ja, packe ich nicht, bin ich einfach nicht gut genug. Also. Mhm. Aber? Und dann hat meine Mama gesagt, die normalerweise, die hat viel mehr Angst, also jetzt
sieht sie ja dann auch. Also sie hat schon ein bisschen mehr Angst als ich bei vielen Sachen. Ich bin schon ein bisschen, sie ist vorsichtiger. Ja, ja. Aber sie ist viel vorsichtiger. Die hat gesagt, du fährst einfach hin und wenn du es nicht gut machst, dann müsst du halt wen anderen holen. Du operierst nicht am offenen Herzen. Genau, das hat sie absolut so gesagt. Ich glaube schon, dass ich jedes Mal am offenen Herzen operiere. Ich hau jedes Mal aufs Neue die Nerven weg, aber sonst wäre es auch irgendwie fad, glaube ich. Und dann bin ich hingefahren. Du hast vorher dieses Freiheitsthema angesprochen, das die beiden beim Biken haben. Du hast es durch das Tortenkreieren geschafft. Wir machen da jetzt keine Therapiestunde, aber doch ein bisschen in deinen Lebensweg ein. Du stammst aus einer Ärztefamilie. Also mein Papa ist Arzt. Ja, und du hattest das Gefühl, das wird eigentlich auch von dir erwartet. Du hast Zahnmedizin studiert. Ja. Es ist dir dann aber eine Zeit lang eben, du hast gesagt, gar nicht gut gegangen. Du hattest Depressionen, schwierige psychische Probleme. Und hast gespürt, das ist nicht mein Ding. Aber dieses Aufhören und es sein lassen, so wie der Wolfgang im Matura-Jahr gesagt hat, nicht. Ja. Wie war das für dich und wie hat dein Vater reagiert? Also ich muss dazu sagen, dass meine Eltern die einzigen waren, die eigentlich mir nicht so richtig das Gefühl gegeben haben, dass sie irgendwas von mir erwarten. Also ich glaube, die haben sich schon gefreut, dass ich einfach ein Overachiever und Overperformer und Streber war, weil es war halt sehr angenehm, dass man sich jetzt nicht irgendwie drum kümmern muss, dass ich schlecht in der Schule bin oder sowas. Aber ich hatte halt das Gefühl, von einem sehr kleinen Alter an, abgesehen von meinen Eltern, dass jeder von mir sehr viel erwartet und dass ich nicht gut genug bin. Und dass ich dieses gut genug sein nur damit erreiche, wenn ich halt irgendwas studiere, was intellektuell halt quasi bei allen durchgeht, als man ist offiziell intelligent, man kann was, man hat einen echten Job, es passt. So, man hat einen Titel, passt. Ich habe es gemacht für die anderen, ich habe bewiesen, es reicht und dann bin ich frei. Ich habe eben relativ früh, dadurch, dass ich nicht so viele Freunde hatte, diese Leidenschaft zum Backen entdeckt und habe mit 15 halt exzessiv begonnen zu backen, zu kochen, mich mit Essen und Case Studies, also vor allem Business Case Studies von Food Startups auseinanderzusetzen. Bin jeden Tag früh aufgestanden und so und bin dann halt auch irgendwann krank geworden und habe aber schon gewusst in meinem Herzen, dass mich das eigentlich richtig glücklich machen würde. Und ich wollte eigentlich auch gerne eine Koch- und Patissier-Ausbildung beziehungsweise eigentlich in die Schweiz gehen und dort ein Studium, Culinary Arts Studium machen, wo man auch gleich so Hotellerie, Schule etc., wo man das alles hat. Und habe es mich aber nicht getraut. Habe mich nicht mal getraut, das auszusprechen. Die Maya hat vorher gelächelt und das war, glaube ich, das Lächeln der Mama Maya. Kennst du dieses Gefühl, also Kinder zu ermutigen und dieses Gefühl zu geben, du bist gut genug, weil du bist, bist du mit diesem Gefühl gut ausgestattet? Ich habe eine Mutter gehabt, die mir lauter Pep-Talk gegeben hat. Also dann war ich auch im Ausland und habe gesagt, oh, ich kann es nicht und wie soll ich das alles machen? Und jetzt kommt die Premiere, auch kurz natürlich davor, wo du leisten musst und dann, du weißt es nicht genau, ob das alles ausgeht. Und dann habe ich sie ganz oft angerufen und habe gesagt, lüg mich einfach an, es ist egal, was du sagst, aber sag's mir einfach. Und dann auch, weißt du, und das hat sie die beste Sache gesagt. Ja, und ich bin dann so nach vierter Stunde, ich war dann so aufgeblüht und siehst du, und du kannst es, Maya, und du kannst es und lass dich von niemandem irgendwas sagen, hat sie dann immer also gesagt. Also meine Mama ist auch so. Herrlich. So, meine Mama ist das auch ist so ein Traum. Meine Mama ist auch so meine beste Freundin. Auch, ich wäre auch ohne meinen Eltern, glaube ich, gar nicht mehr da. Wobei, du bist ja sehr anti-autoritär und eigentlich ja, frei schon. Und wild auf den Azoren aufgewachsen. Das ist ja, eine wilde, raue so. Gegend. Meine ja? Eltern sind auch richtig cool. Ja? Aber meine Eltern sind halt sehr alt auch und die hatten dann... Wir wollen jetzt nicht fragen, was sehr alt heißt. Nein, aber nicht sehr alt. Sie sind nicht sehr alt, sie sind eh voll jung. Aber sie sind halt relativ alt dafür. Sie sind älter als du. Sie sind auf jeden Fall älter als ich. Das ist ganz wichtig, finde ich, wenn du einen Elternteil hast, die wirklich voll hinter dir steht mit Kraft. Und sie haben halt sehr viel Lebenserfahrung gehabt. Dein Unternehmen, dein Ein-Frau-Unternehmen heißt Cake Porn.
Ja. Um zu provozieren, um aufzufallen? Ja, da war ich jung und dumm. Würde ich jetzt auch nicht mehr so nennen. Aber damals fand ich schon ganz lustig, schon ein bisschen provokant. Ich weiß gar nicht mehr, wie mir das überhaupt eingefallen ist. Es war halt mein Hashtag ganz am Anfang. Und da war ich halt, wie gesagt, jung und dumm und ein bisschen provokant. Aber da hat auch noch niemand sowas gemacht, wie ich das. Also sehr wenige Leute haben so crazy Cakes gemacht und also eigentlich nur einer irgendwo in Shanghai, den ich in meiner Instagram-Bubble damals noch entdeckt habe. Und dann ist mir das irgendwie eingefallen. Gut, da warst du jung und dumm, jetzt bist du alt und weise. Und jetzt nenne ich auch alles nur mehr nach meinem Instagram-Handy. Aber die Firma nenne ich jetzt nicht um. Nicht mehr, Anwalt spare ich mir. Okay, sehr wurscht. Gut, Sophie Stolz war jung und dumm, jetzt ist sie alt und weise, aber sie ist noch nicht so alt wie ihre Eltern. Nein, und ich, ich gehe noch immer unter jung und dumm. Das ist gut, das ist gut. Ja, wir sind damit am Ende, meine Damen und Herren. Ich danke euch sehr für Einblicke in so unterschiedliche Lebenswelten. Und doch ist es dieser Austausch dann immer wieder sehr spannend und sehr interessant, wenn man Neues entdeckt. Es lohnt sich jedenfalls dran zu bleiben, denn Sie können gleich im Anschluss Wolfgang Böck in Die Brüder 2 zusammen mit Erwin Steinhauer und Andreas Wittersek sehen. Das jetzt gleich nach dieser Sendung. Und ich darf Sie auch einladen, dann nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Dann wird Regisseur und Moderator Rudi Dollezahl da sein. Es sind ja die Stones im Anrollen und er wird uns ausstatten mit allem, was wir dazu wissen müssen. Ich freue mich auf die Ernährungsberaterin Ursula Viberal, deren Easy Eating Methode irgendwie gerade für Furore sorgt. Geht sich die Bikini-Figur noch aus? Was ist überhaupt eine Bikini-Figur? Das werden wir dann besprechen. Ronja Forcher kennen Sie vielleicht als die Tochter vom Bergdoktor, aber sie startet jetzt auch als Schlager, als Popsängerin durch mit eigenem Album. Und Star-DJ Parov Stelar wird da sein. Das nächste Woche. Für heute auf Wiederschauen und eine gute Nacht.